Hallöchen, liebe Freunde, hier auf dem Kanal vom Old Gaming Dad LP. Weiter geht es hier in No Man's Land aus dem Jahre 2003. Wir sind in der Kampagne 1, die nennt sich die Spanier. Und wir sind jetzt auf der fünften Mission auf leisen Sohlen. Also lasst uns starten. So, erstmal wieder eine Videosequenz, wie immer. Die jüngsten Rückschläge sind äußerst unerfreulich gewesen. Ich räume ein, die Spanier in dieser Sache unterschätzt zu haben. Wenn es um Gold geht, entwickeln sie einen erstaunlichen Ehrgeiz. Es würde mich nicht wundern, wenn sie schon bald hier aufkreuzen. Also haltet die Augen offen, Soldaten. Und dann seht dabei zu, wie die spanischen Hunde sich an diesem Bollwerk die Zähne ausbeißen werden. So, da kommen wir mit unserem gekaperten Schiff von den Engländern und stranden erstmal an oder landen an, ne? Bleibt in der Nähe des Schiffes. Umak und ich werden versuchen, die Navajo-Frauen zu befreien, ohne unnötiges Aufsehen zu erregen. Wir müssen uns beeilen und das Eiland erkunden, ehe die Sonne ganz aufgegangen ist. Jo. Recht hast du. So, also, werde mir mal rumlaufen. So, ich weiß bloß nicht, wohin. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Ich beuge mich eurem Willen. Ja, das, dass die immer dasselbe erzählen. Alle 2 Minuten, nein, alle 50 Sekunden. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Ich bin auf der Hut. 25 Frauen müssen wir befreien. Hätten wir da lang laufen sollen vielleicht? Der große Geist wird mich leiten. Was ist denn das hier? Bekämpfte Gegnerbüße. Okay. Dieser Weg ist gefährlich. Erst die Brücke, jetzt ihr. Der ist sowas von gefährlich. Ich beuge mich eurem Willen. Oje, wo bin ich denn jetzt? Oh. Umak folgt dir. Ich bin am Meer. Oh, 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 oh. Der große Geist wird mich leiten. Oh, bin ich irgendwie verkehrt gelöft? Dieser Weg ist gefährlich. Ja, ja, das ist saugefährlich. Ja, Sackelzement. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Oh Mann, selbst auf der leichtesten Karte verlaufe ich mich. Hätte ich da lang laufen müssen? Ich bin auf der Hut. Keine Ahnung. Ach so, die können da nicht lang. Ich beuge mich eurem Willen. Ja. Umak folgt dir. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich bin hier. Warte mal, da unten ist was Rotes. Wo laufe ich denn dann hin? Was mache ich denn für einen Scheibenkleister? Kleistenscheiber. Der große Geist wird mich leiten. Ja, ja, der große Geist. Dieser Weg ist gefährlich. Ich glaube, mein Geist hat mich gerade verlassen. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Geh auf die Seite. Ich bin auf der Hut. Ja, ja. Ich beuge mich eurem Willen. Der große Geist wird mich leiten. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Okay. Ich bin auf der Hut. Schon wieder Wasser? Ich beuge mich eurem Willen. Der große Geist wird mich leiten. Lauft wie der Wind, meine Schwestern. Schnell, zur Bucht im Westen. Okay. Ich bin auf der Hut. Ich beuge mich eurem Willen. Der große Geist wird mich leiten. Ja. Dieser Weg ist gefährlich. Ja, ja, saugefährlich. Oh oh. Erst die Rotrücke, jetzt. Oh oh. Ich folge mich eurem Willen. Oh oh. Der große Geist wird mich leiten. Oh oh. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Ich bin auf der Hut. Oh oh. Lauft wie der Wind, meine Schwestern. Schnell, oh oh. Zur Bucht im Westen. Umak folgt dir. Der große Geist wird mich leiten. Oh, da geht's nicht weiter. Oh oh. Erst die Rotrücke, jetzt ihr.
Oh oh. Oh oh. Die Weißen sind Männer. Was könnte jetzt so wichtig sein? Disziplin ist das halbe Level. Disziplin ist das halbe Level. Hier habe ich das Sagen. Was könnte jetzt so wichtig sein? Disziplin ist das halbe Level. Disziplin ist das halbe Level. Hier habe ich das Sagen. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Na komm, treff halt. Okay. Ich bin auf der Hut. Oh weh. Ich beuge mich eurem Willen. Oh je. Der große Geist wird mich leiten. Oh je. Dieser Weg ist gefährlich. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Ja, ja. Ich bin auf der Hut. Ja, ich auch. Ich beuge mich eurem Willen. Oh je, noch 15 Frauen müssen noch befreit werden. Tuner Wetzing, hey. Der große Geist wird mich leiten. Mhm. Da ist auch irgendwas. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Ja, wackelt. Lauft wie der Wind, meine Schwestern. Ja. Schnell, zur Bucht im Westen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich töte schnell und leise. Ja, ja. Ja, ja. Wo ist das Gott? Disziplin ist das halbe Leben. Disziplin ist das halbe Leben. Wo ist das Gott? Disziplin ist das halbe Leben. Was könnte jetzt so wichtig sein? Okay. Die haben wir eigentlich erledigt, ne? Gott sei Dank. Umag folgt dir. Okay, so, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Der große Geist wird mich leiten. Ja. Dieser Weg ist gefährlich. Erst ja, ja. Die Rotrücke, jetzt ihr. Ja, ja. Sehr gefährlich. Oh nein. Jetzt warte mal. Ich beuge mich eurem. Ja, ja, ist gut. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Ja, ich auch. Ich auch. So. Gut gezielt, mein Freund. Umag folgt dir. So, da haben wir noch welche. Ja, komm. Da. Nicht rumtrödeln. Hierhin. Braun wie sein. Lauf wie der Wind, meine Schwestern. Noch schnell, fünf. Zur Bucht im Westen. Noch fünf müssen wir befreien. Oh, nee. Da. Der große Geist wird mich leiten. Da. Ja. Da. Wo ist das Gold? Da. Wo ist das Gold? So. Präziser Schuss. Wo ist das Gold? Präziser Schuss hier, Kopfschuss. Komm. Was könnte jetzt so wichtig sein? Ja, ja. So. Hier habe ich das Sagen. Okay. Oh, verreck, Kaffeehaus. Dieser Weg ist gefährlich. Oh, verreck, Kaffeehaus. Erst die Rotrücke, jetzt ihr. Oh, verreck, Kaffeehaus. Ich bin auf der Hut. Oh, oh. Ich beuge mich eurem Willen. Ich bin der Gesandte seiner Majestät. Die machen wir doch alle nieder. Ja. Oh ja, okay. Okay. Hier habe ich das Sagen. Ich werde nach dem Rechten sehen. Oh, Umag. Dieser Weg ist gefährlich. Was könnte jetzt so wichtig sein? Oh, oh. Umag ist des Kämpfens müde. Ich bin auf der Hut. Umag. Schnell. Dahin. Psst. Wir sind gekommen, um euch zu befreien. Ja, ja. Lauft zur Bucht im Westen. Genau. Meine Männer erwarten euch. Ja, ja. Okay, haben wir geschafft. Al-Soba, haben wir geschafft. Seit so vielen Monden sehne ich diesen Moment herbei. Der große Geist hat deinen Weg hergeführt, Geliebter. Von nun an werde ich wieder an deiner Seite schlafen. Jawohl, schnell. Wunderbar. Zurück zum Schiff, ehe Drake bemerkt, dass wir ihm seine Gefangenen vor der Nase weggeschnappt haben. Haha, es ging ja besser wie sonst noch was. Und setzt Segel. Bringt alle nach Santa Minetta. Dort sind sie erstmal sicher. Außerdem muss jemand Gouvernement das informieren. Er soll schnellstmöglich die Flotte entsenden.
Ich werde dieses verfluchte Eiland nicht ohne das Gold verlassen, das Drake der spanischen Krone geraubt hat. Jawohl. Der weiße Mann spricht im Fieber. Komm mit mir, Umak. Bald werden wir wieder bei unserem Volk sein. Geh du mit den anderen, Alzoba. Ich werde meinem weißen Bruder im Kampf gegen die Rotrücke beistehen. So wie er mir zur Seite stand. Ja. Dann sind wir schon wieder getrennt, obwohl wir gerade erst vereint wurden. Oh. Lass mich nicht so lange auf dich warten. Nein. Ich werde deinen Mann wohlbehalten bei dir abliefern. Aber erst müssen wir diesem Francis Drake das Handwerk legen. Genau. Irgendwo hier auf der Insel hat er Berge spanischen Goldes gehortet. Und ich werde herausfinden, wo. Ja, müssen wir das bloß einmal noch gescheit rücken, ne? Also die Spanier nehmen sich von den Engländern dann eigentlich gar nichts, ne? Die sind also alles gleich, ne? Jeder hat Länder erobert, hat Völker unterworfen, hat denen ihre Ressourcen geklaut. Also haben auch die Briten, haben nicht den Spaniern das Gold geklaut, sondern die Spanier haben da das Gold den Indianern geklaut und dann ist es von den Engländern geklaut worden, ne? Also so ein schöner Kreislauf. Einer klaut den anderen, beklaut den anderen, ne? Und irgendwann, ja, kommt es nicht mehr zurück, ne? Okay, jo, Dankeschön fürs Reingucken. War also diesmal eine sehr, sehr kurze Mission, eine sehr einfache Mission für mich gesehen. Wenn man diesen Scharfschützen-Bonus, den der Calvares hat, Carvines hat, dann kann man die schön wegsnipern. Das geht schon. Wenn man das nicht macht, wird man die Mission so leicht nicht gewinnen können. Ja, das bloß mal so noch am Rande erwähnt. Ja, dann, liebe Leute, schaut rein in die Videobeschreibung und denkt an ein Like, an einen Kommentar. Denkt an ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Ne? Macht die Glocke an, dann seid ihr immer informiert, was ich Neues hochgeladen habe. Und ja, Werbung machen für einen Kanal, ganz logisch. Ne? Sagt es euren lieben Bekannten, Verwandten, Freunden, ja, oder Feinden. Ihr habt hier einen wunderbaren Kanal entdeckt. Da macht es Spaß zuzuschauen. Vielleicht kriege ich ja noch ein paar Abonnenten dazu. Gell? Okay, danke. Schön wär's, ne? Und dann sage ich mal Holterio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer Old Gaming Dad LP.